Unfallverursacher müssen grundsätzlich nach einem Verkehrsunfall die komplette Werkstattrechnung erstatten. Auch dann, wenn die Rechnung möglicherweise überhöht ist. Das sogenannte Werkstattrisiko setzt allerdings nicht voraus, dass der Geschädigte die Rechnung bereits gezahlt hat. Hat er noch nicht gezahlt, kann er allerdings nur von der Versicherung oder dem Geschädigten die Zahlung direkt an die Werkstatt verlangen, nicht an sich selbst. Ansonsten verliert er das Werkstattrisiko. Hören Sie nun die Urteilsverkündung des 6. Zivilsenats unter dem Vorsitz von Richter Stefan Seiters. Ich verkünde nunmehr im Namen des Volkes in dem Rechtsstreit Hedwig Helga Müller gegen Allianz Versicherungsaktiengesellschaft folgendes Urteil. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Würzburg vom 27. Juli 2022 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des Ersatzes weiterer Reparaturkosten nebst Zinsen zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Sie können Platz nehmen. Zunächst zum besseren Verständnis der Entscheidung kurz zum Sachverhalt. Die Parteien streiten um restliche Reparaturkosten nach einem Verkehrsunfall vom 25. Juni 2021, bei dem der Pkw der Klägerin durch einen Versicherungsnehmer der Beklagten beschädigt wurde. Die volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach steht außer Streit. Die Klägerin ließ das Fahrzeug am Unfalltag durch einen Sachverständigen begutachten. Dieser bezifferte in seinem Gutachten vom 28. Juni 2021 die Reparaturkosten auf 4.415,16 Euro brutto. Die Klägerin ließ das Fahrzeug von einem Autohaus instand setzen. Auftragsdatum war der 25. Juni. Der durch das Autohaus am 3. August in Rechnung gestellte Betrag von 4.683,15 Euro brutto wurde von der Klägerin noch nicht beglichen und von der Beklagten nur zum Teil erstattet. Die mit der Klage geltend gemachte offene Differenz beträgt 1054,46 Euro. Die Beklagte hat insoweit auf den Prüfbericht eines Drittunternehmens verwiesen, der um diesen Betrag geringere Reparaturkosten ausweist. Soweit in der Instanz auch noch um Mietwagenkosten gestritten wurde, sind diese nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens. Das Amtsgericht hat ein Sachverständigengutachten zur Höhe der objektiv erforderlichen Reparaturkosten eingeholt. Auf dieser Basis hat es die Beklagte verurteilt, weitere 389,23 Euro zu zahlen und die Klage hinsichtlich der darüber hinausgehenden Reparaturkosten abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hat das Landgericht, soweit das Rechtsmittel die Reparaturkosten betraf, zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht insoweit zugelassenen Revision begehrt die Klägerin weiterhin Erstattung der jetzt noch offenen Kosten von 665,23 Euro nebst Zinsen, Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche auf Schadenersatz gegen das Autohaus aufgrund Abrechnung möglicherweise überhöhter Einheitspreise in der Rechnung vom 3. August 2021. Das Berufungsurteil hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Auch bei unbezahlter Werkstattrechnung kann sich die Klägerin als Geschädigte auf das sogenannte Werkstattrisiko berufen und in dessen Grenzen Zahlung weiterer Reparaturkosten, Zug um Zug gegen Abtretung ihrer diesbezüglichen Ansprüche gegen die Werkstatt an die Beklagte verlangen, allerdings nicht Zahlung an sich selbst, sondern an die Werkstatt. Für dieses Ergebnis waren für den Senat folgende Überlegungen maßgeblich. Aufgrund der Verursachung des Verkehrsunfalles durch das bei der Beklagten versicherte Kraftfahrzeug steht der Klägerin grundsätzlich ein Anspruch auf Ersatz der für die Reparatur ihres Fahrzeugs erforderlichen Aufwendungen nach § 7 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes, § 249 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, im Folgenden abgekürzt BGB, zu, sodass auch ein Direktanspruch der Klägerin gegen die Beklagte als Haftpflichtversicherer gemäß § 115 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Versicherungsvertragsgesetzes begründet ist. Ist wegen Beschädigung einer Sache Schadenersatz zu leisten,
so kann der Geschädigte gemäß § 249 Absatz 2 Satz 1 BGB statt der Herstellung in Form der Naturalrestitution, also Reparatur durch den Schädiger bzw. eine von ihm beauftragte Werkstatt, den zur Herstellung erforderlichen Geldbetrag verlangen. Das nennen wir juristisch die sogenannte Ersetzungsbefugnis. Im Ausgangspunkt ist sein diesbezüglicher Anspruch auf Befriedigung seines Finanzierungsbedarfes in Form des zur Wiederherstellung objektiv erforderlichen Geldbetrages gerichtet und nicht etwa auf Ausgleich von Rechnungen. Allerdings ist bei der Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen. Das nennt man die sogenannte subjektbezogene Schadensbetrachtung. Darüber hinaus gilt für die Ersetzungsbefugnis das Verbot, sich durch Schadenersatz zu bereichern. Die dem Geschädigten zur Verfügung zu stellenden Mittel müssen also so bemessen sein, dass er weder ärmer noch reicher wird, als wenn der Schädiger den Schaden selbst beseitigt hätte. Übergibt der Geschädigte nun sein Fahrzeug zur Instandsetzung an eine Werkstatt, ohne dass ihn soweit ein Auswahl- oder Überwachungsverschulden trifft, sind dadurch anfallende Reparaturkosten im Verhältnis Geschädigter-Schädiger aufgrund der subjektbezogenen Schadensbetrachtung auch dann ersatzfähig, wenn sie etwa wegen für den geschädigten Laien nicht erkennbar überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise der Werkstatt nicht erforderlich im Sinne des § 249 Absatz 2 Satz 1 BGB sind. Das ist das sogenannte Werkstattrisiko. Es würde dem Sinn und Zweck der gerade zitierten Norm widersprechen, wenn der Geschädigte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz eingeräumten Ersetzungsbefugnis im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist und deren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. In einem solchen Fall bestehende Ansprüche des Geschädigten gegen den Werkstattinhaber im Hinblick auf die Bezahlung einer gegebenenfalls werkvertraglich nicht berechtigten Werklohnforderung spielen nur insoweit eine Rolle, als der Schädiger im Rahmen des sogenannten Vorteilsausgleichs deren Abtretung verlangen kann. Das sogenannte Werkstattrisiko bleibt damit im Verhältnis Geschädigter-Schädiger bei Letzterem, wie es das ja auch wäre, wenn der Schädiger selbst eine Werkstatt seiner Wahl mit der Schadensbeseitigung beauftragt hätte und ihm seine Werkstatt für ihn nicht erkennbar unberechtigte Positionen in Rechnung gestellt hätte. Diese Grundsätze gelten auch für Rechnungspositionen, die sich auf für den Geschädigten nicht erkennbar tatsächlich nicht durchgeführte Reparaturmaßnahmen beziehen. Denn auch diese haben ihren Grund darin, dass die Schadensbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Zur Klarstellung: Diese Grundsätze sollen nicht dazu führen, die Reparaturkostenrechnung der Werkstatt dem für die Instandsetzung des Fahrzeugs geschuldeten Betrag automatisch ungeprüft gleichzusetzen. So haben selbstverständlich Reparaturen auszuscheiden, die nur bei Gelegenheit der Instandsetzungsarbeiten mit ausgeführt worden sind. Der Geschädigte trägt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorhandensein und die Unfallbedingtheit der jeweiligen Fahrzeugschäden und dafür, dass die abgerechneten Arbeiten Teil der Reparatur dieser Unfallschäden sind. Insoweit kann er sich nicht auf ein Werkstattrisiko berufen. Ferner darf ihn bezüglich der Werkstatt kein Auswahl- oder gegebenenfalls Überwachungsverschulden treffen. Die Anwendung dieser Grundsätze zum Werkstattrisiko setzt entgegen der Ansicht des Berufungsgerichtes und einer teilweise in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Meinung nicht voraus, dass der Geschädigte die Rechnung bezahlt hat. Der bereits angesprochene Grundsatz, dass dem Geschädigten das sogenannte Werkstattrisiko nicht überbürdet werden soll, wenn er im Rahmen seiner Ersetzungsbefugnis die Reparatur selbst in Auftrag gibt, ist von der Bezahlung der Rechnung durch ihn unabhängig. Zwar hat der Geschädigte bei der unbezahlten Rechnung noch keine Aufwendungen gehabt, sieht sich aber einer entsprechenden Forderung der Werkstatt ausgesetzt,
deren Berechtigung er als Laie regelmäßig nicht, jedenfalls nicht in vollem Umfang, ohne weiteres überprüfen kann. Insoweit ist es gerechtfertigt, wenn sich der Schädiger, der für den Schaden verantwortlich ist, beziehungsweise seine regelmäßig fachkundige Versicherung mit der Werkstatt über die Frage der Berechtigung der Rechnung auseinandersetzen muss. Allerdings, solange der Geschädigte die Rechnung nicht oder jedenfalls nicht vollständig bezahlt hat, klappt der bereits angesprochene Vorteilsausgleich insoweit nicht. Denn ohne Bezahlung gibt es keine abtretbaren Ansprüche im Verhältnis geschädigter Werkstatt im Zusammenhang mit der Inrechnungsstellung unberechtigter Positionen. Würde der Schädiger den Rechnungsbetrag an den Geschädigten zahlen, könnte dieser gegenüber der Werkstatt gegebenenfalls auch geltend machen, die Rechnung enthalte unberechtigte Positionen und den darauf entfallenden Betrag einfach einbehalten. Der Geschädigte wäre dann bereichert. Das wäre auch nicht gerecht. Demgegenüber wäre der Schädiger schlechter gestellt, als wenn er die Reparatur der beschädigten Sache selbst veranlasst hätte. Denn im letzteren Falle hätte er als Vertragspartner der Werkstatt die Zahlung der zu hoch berechneten Vergütung verweigern können. Seine Rechtsstellung gegenüber der Werkstatt soll aber nicht schwächer sein als die eines Geschädigten. Die Mühe und das Risiko einer Auseinandersetzung mit der Werkstatt sollen zwar bei ihm verbleiben und nicht dem Geschädigten überbürdet werden, die Auseinandersetzung als solche soll ihm aber rechtlich möglich sein. Aus diesen Gründen kann der Geschädigte, der sich auf das Werkstattrisiko beruft, aber die Rechnung der Werkstatt noch nicht oder nicht vollständig bezahlt hat, von dem Schädiger Zahlung des Honorars bzw. Resthonorars nur an die Werkstatt und nicht an sich selbst verlangen, Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger Ansprüche des Geschädigten gegen die Werkstatt. Nur so stellt der Geschädigte sicher, dass das Werkstattrisiko beim Schädiger bleibt und sich dieser mit der Werkstatt über unangemessene bzw. unberechtigte Rechnungspositionen auseinanderzusetzen hat. Gläubiger bzw. Vollstreckungsgläubiger bleibt auch in diesem Fall allein der Geschädigte. Die Werkstatt erhält lediglich eine Empfangszuständigkeit. Der Schädiger, der zunächst aufgrund der Verurteilung gegenüber dem Geschädigten verpflichtet ist, den Rechnungsbetrag an die Werkstatt zu bezahlen, kann dann gegebenenfalls anschließend, wenn er der Meinung ist, die Rechnung enthalte unberechtigte Positionen, von der Werkstatt den etwa überzahlten Betrag zurückfordern. Die Rechtslage stellt sich insoweit im Ergebnis nicht anders dar als in den Fällen, in denen der Geschädigte die Werkstattrechnung vollständig beglichen hat und vom Schädiger Zahlung an sich Zug um Zug gegen Abtretung etwaige Ansprüche gegen die Werkstatt verlangt. Wählt der Geschädigte bei unbezahlter Rechnung hingegen die Zahlung an sich selbst, so trägt er und nicht der Schädiger das Werkstattrisiko. Er hat dann im Schadenersatzprozess gegen den Schädiger bzw. dessen Versicherer gegebenenfalls zu beweisen, dass die abgerechneten Reparaturmaßnahmen tatsächlich durchgeführt worden sind, die Reparaturkosten nicht etwa wegen überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit bzw. wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise der Werkstatt nicht erforderlich sind. Soweit der Schädiger nach diesen Grundsätzen das Werkstattrisiko trägt, verbietet sich im Schadenersatzprozess zwischen Geschädigtem und Schädiger mangels Entscheidungserheblichkeit eine Beweisaufnahme über die objektive Erforderlichkeit der in Rechnung gestellten Reparaturkosten. Ist eine Beweisaufnahme dennoch durchgeführt worden, kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichtes von einem Verschulden des Geschädigten bei der Überwachung der Werkstatt nicht deshalb ausgegangen werden, weil der Geschädigte aufgrund eines gerichtlich eingeholten Gutachtens nunmehr Kenntnis davon hat, dass die in Rechnung gestellten Kosten teilweise objektiv nicht erforderlich sind. Die Grundsätze zum Werkstattrisiko würden in ihr Gegenteil verkehrt, würde mit dem Ergebnis einer nicht veranlassten, sich prozessual verbietenden Beweisaufnahme ein Überwachungsverschulden aufgrund nunmehr veränderter Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten begründet und dieser darauf verwiesen, diese neu gewonnenen Erkenntnisse selbst gegenüber der Werkstatt geltend zu machen. Mit einer diesbezüglichen Auseinandersetzung soll der Geschädigte gerade nicht belastet werden. Nach alledem durfte das Berufungsgericht die Ersatzfähigkeit der Reparaturkosten
nicht mit der Erwägung verneinen, es komme, da die Klägerin diese nicht bezahlt habe, auf deren objektive Erforderlichkeit an, an der es ausweislich des eingeholten Gutachtens fehle. Da sich die Klägerin auf das Werkstattrisiko berufen hat, hätte es vorab, auch schon vor einer Beweisaufnahme über die objektive Erforderlichkeit, des Hinweises an die Klägerin bedurft, dass bei unbezahlter Rechnung das Werkstattrisiko bei der Beklagten nur dann verbleibt, wenn die Klägerin ihren Antrag auf Zahlung an die Werkstatt umstellt. Der Senat hat diesen Hinweis in der Revisionsverhandlung nachgeholt. Daraufhin hat die Klägerin ihren Leistungsantrag auf Zahlung an die Werkstatt Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger Ansprüche gegen die Werkstatt umgestellt. Eine solche Umstellung ist zwar an sich in der Revisionsinstanz nicht zulässig, wenn auch weitere tatrichterliche Feststellungen zu treffen sind. Hier hat sich das Berufungsgericht bisher nicht dazu verhalten, inwieweit die streitigen Positionen unter das sogenannte Werkstattrisiko fallen, weil es dieses Risiko von vornherein bei unbezahlter Rechnung für nicht einschlägig hielt. Da es ist vom Senat im Termin erteilten gerichtlichen Hinweises aber schon in den Vorinstanzen bedurft hätte, gebieten es der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch auf ein faires Verfahren, der Klägerin durch Wiedereröffnung des Berufungsverfahrens Gelegenheit zu geben, ihren geänderten Klagantrag dort weiter zu verfolgen. Das sind die wesentlichen Urteilsgründe. Nähere Einzelheiten können Sie dem in Kürze online abrufbaren Senatsurteil entnehmen. Und damit ist die Urteilsverkündung beendet. Ich verkünde nunmehr im Namen des Volkes in dem Rechtsstreit BHG Autohandelsgesellschaft MBH gegen Württembergische Gemeindeversicherung AG folgendes Urteil. Die Revision der Klägerin gegen das Urteil der 13. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 6. Juli 2022 wird zurückgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Zunächst zum besseren Verständnis der Entscheidung kurz zum Sachverhalt. Die Klägerin nimmt den beklagten Haftpflichtversicherer aus abgetretenem Recht auf Ersatz restlicher Reparaturkosten nach einem Verkehrsunfall in Anspruch. Bei diesem wurde der Pkw der Geschädigten durch einen Versicherungsnehmer der Beklagten beschädigt. Die volle Haftung der Beklagten steht dem Grunde nach außer Streit. Die Geschädigte holte zur Ermittlung des Schadens an ihrem Fahrzeug ein Sachverständigengutachten ein und beauftragte auf dieser Grundlage die Klägerin, die eine Kfz-Werkstatt betreibt, mit der Reparatur. Mit Schreiben vom 11. Oktober 2021 stellte die Klägerin der Geschädigten für durchgeführte Reparaturmaßnahmen 5.067,15 Euro in Rechnung. Am 3. Dezember 2021 trat die Geschädigte ihre Forderung auf Erstattung der Reparaturkosten aus dem Unfallereignis gegen den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer an die Klägerin ab. Die Beklagte erstattete die Kosten der Reparatur bis auf die Rechnungsposition Arbeitsplatzwechsel über 227,31 Euro brutto. Das ist die Klagforderung. Die Beklagte macht insoweit geltend, dass ein Arbeitsplatzwechsel tatsächlich nicht durchgeführt worden sei. Denn die Klägerin verfüge über eine Lackiererei auf dem eigenen Betriebsgelände, weshalb keine sogenannten Verbringungskosten angefallen seien. Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die vom Amtsgericht zugelassene Berufung der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Mit der vom Landgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Zahlungsbegehren weiter. Das Berufungsurteil hält der revisionsrechtlichen Überprüfung im Ergebnis stand. Der Klägerin steht der aus abgetretenem Recht geltend gemachte Anspruch auf Ersatz weiterer Reparaturkosten nicht zu. Als Werkstattunternehmen
kann sich die Klägerin nicht selbst auf die Grundsätze des sogenannten Werkstattrisikos berufen. Für dieses Ergebnis waren für den Senat folgende Überlegungen maßgeblich. Ist wegen Beschädigung einer Sache Schadenersatz zu leisten, so kann der Geschädigte gemäß § 209 von diesem Beauftragte Werkstatt den zur Herstellung erforderlichen Geldbetrag verlangen, die sogenannte Ersetzungsbefugnis. Im Ausgangspunkt ist sein diesbezüglicher Anspruch auf Befriedigung seines Finanzierungsbedarfes in Form des zu Wiederherstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, Möglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen. Das ist die sogenannte subjektbezogene Schadensbetrachtung. Darüber hinaus gilt für die Ersetzungsbefugnis das Verbot, sich durch Schadenersatz zu bereichern. Die dem Geschädigten zur Verfügung zu stellenden Mittel müssen so bemessen sein, dass er weder ärmer noch reicher wird, als wenn der Schädiger den Schaden selbst beseitigt. Übergibt der Geschädigte nun sein Fahrzeug zur Instandsetzung an eine Werkstatt, ohne dass ihn insoweit ein insbesondere Auswahl- oder Überwachungsverschulden trifft, sind dadurch anfallende Reparaturkosten im Verhältnis Geschädigter-Schädiger aufgrund der subjektbezogenen Schadensbetrachtung auch dann ersatzfähig, wenn sie etwa wegen für den Geschädigten Laien nicht erkennbar überhöhte Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise der Werkstatt nicht erforderlich im Sinne des § 249 Absatz 2 Satz 1 BGB sind. Das ist das sogenannte Werkstattrisiko. In einem solchen Fall bestehende Ansprüche des Geschädigten gegen den Werkstattinhaber im Hinblick auf die Bezahlung einer gegebenenfalls werkvertraglich nicht berechtigten Werklohnforderung spielen nur insoweit eine Rolle, als der Schädiger im Rahmen des sogenannten Vorteilsausgleichs deren Abtretung verlangen kann. Das sogenannte Werkstattrisiko bleibt damit im Verhältnis Geschädigter, Schädiger bei Letzterem, wie es das ja auch wäre, wenn der Schädiger selbst eine Werkstatt seiner Wahl mit der Schadensbeseitigung beauftragt hätte und ihm seine Werkstatt für ihn nicht erkennbar unberechtigte Positionen in Rechnung gestellt hätte. Diese Grundsätze gelten auch für Rechnungspositionen, die sich auch für den Geschädigten nicht erkennbar tatsächlich nicht durchgeführte einzelne Reparaturmaßnahmen beziehen. Die Anwendung dieser Grundsätze zum Werkstattrisiko setzt dabei nicht voraus, dass der Geschädigte die Reparaturrechnung bereits bezahlt hat. In einem solchen Fall kann der Geschädigte allerdings, will er das Werkstattrisiko nicht selbst tragen, die Zahlung der Reparaturkosten nicht an sich, sondern nur an die Werkstatt verlangen. Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger das Werkstattrisiko betreffender Ansprüche gegen die Werkstatt. Insoweit verweise ich zur näheren Begründung auf das gerade eben verkündete Senatsurteil im Verfahren Römisch 6 ZR 253 aus 22. Vor diesem Hintergrund kann sich die hiesige Klägerin als Zessionarin nicht auf das Werkstattrisiko berufen. Dies ergibt sich aus Folgendem. Nach § 399 Alternative 1 BGB kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann. Eine solche Inhaltsänderung wird auch dann angenommen, wenn ein Gläubigerwechsel zwar rechtlich vorstellbar, das Interesse des Schuldners an der Beibehaltung einer bestimmten Gläubigerposition aber besonders schutzwürdig ist. Dieser Rechtsgedanke greift hier insofern Platz, als sich der Geschädigte im Verhältnis zum Schädiger auch bei unbeglichener Rechnung auf das Werkstattrisiko berufen kann, wenn er Zahlung an die Werkstatt verlangt. Denn insoweit hat der Schädiger ein besonderes, schutzwürdiges Interesse daran, dass der Geschädigte sein Gläubiger bleibt. Allein im Verhältnis zu diesem ist nämlich die Durchführung des Vorteilsausgleichs in jedem Falle möglich,
weil der Schadenersatzanspruch gegen den Schädiger und die im Wege des Vorteilsausgleiches abzutretenden Ansprüche gegen die Werkstatt in einer Hand, nämlich beim Geschädigten, liegen. Dies ist nach der Abtretung der Schadenersatzforderung an die Werkstatt nicht mehr der Fall. Der Schädiger verlöre daher regelmäßig das Recht, seine eigene Zahlungsverpflichtung nur Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche des Geschädigten gegen die Werkstatt zu erfüllen. Bei einer wie hier erfolgten Abtretung an die Werkstatt ist bei wertender Betrachtung zudem in den Blick zu nehmen, dass die Grundsätze zum Werkstattrisiko nach ihrer dogmatischen Herleitung nur dem Geschädigten, nicht aber der Werkstatt selbst, zugutekommen sollen. Nach alledem lässt sich die Option des Geschädigten, sich auch bei unbeglichener Rechnung auf das Werkstattrisiko zu berufen, nicht im Wege der Abtretung auf Dritte übertragen. Im Ergebnis trägt daher bei Geltendmachung des Anspruchs aus abgetretenem Recht stets der Zessionar das Werkstattrisiko. Im Schadenersatzprozess gegen den Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer hat folglich der Zessionar, hier also die klagende Werkstatt, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass die abgerechneten Reparaturmaßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden und dass die geltend gemachten Kosten nicht wegen etwa überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer bzw. unwirtschaftlicher Arbeitsweise der Werkstatt nicht erforderlich waren. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht die Klägerin zu Recht als beweisfällig angesehen. Die Beklagte hat hinsichtlich der noch streitigen Rechnungsposition, Arbeitsplatzwechsel, eingewandt, ein solcher Arbeitsschritt sei tatsächlich nicht durchgeführt worden, weil die Klägerin über eine Lackiererei auf ihrem Betriebsgelände verfüge und Verbringungskosten seien deshalb nicht angefallen. Zu diesem Einwand hat sich die Klägerin zuletzt in tatsächlicher Hinsicht nicht mehr verhalten. Ihren zunächst angebotenen Zeugenbeweis hat sie vielmehr im Berufungsverfahren ausdrücklich zurückgezogen. Damit hat sie jedenfalls ihrer Beweislast nicht genügt. Das sind die wesentlichen Urteilsgründe. Nähere Einzelheiten können Sie dem in Kürze online abrufbaren Senatsurteil entnehmen. Und damit ist die Urteilsverkündung beendet. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.